Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, und wie schön, dass es regnet. Da wird es sicherlich gelöscht. Ja, machen wir mal ein bisschen weiter hier. Gehen wir mal in die Industriestraße, die ist schön billig. So, dann hätte ich gerne hier eine Abzweigung. Vielleicht gerade. Okay, das willst du nicht. Gut. Dann baue ich hier nochmal einen neuen Kreisverkehr ein. Ändere auch mal die Straße. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal nicht. Und schließe jetzt mal die Straßen an. Sehr schön. Sieht ja genauso schön aus wie vorher. Das willst du auf gar keinen Fall machen. Verstehe. Gut. Dann nehmen wir jetzt doch mal die Brücke hier. Hey. Okay, wir noch mal. Sieht ja sehr schön aus. Gut, dann von hier aus. Passt. Ja, passt schon. Okay, das würdest du machen. Hast. Okay. So. Damit ich mal ein bisschen weiter und hier jetzt an die Küste. So. Bisschen groß. Wir haben hier mal ein paar Bäume. Strom muss noch rüber. Ja, setzen wir mal von hier, aber direkt rüber. Und Wasser. So. Und jetzt aber die Fischfabrik. Verschmutzung und Lärm. Okay, nicht das Schönste, aber das wird schon gehen. Setzen wir mal hier hin. Dazu dann noch ein Lager. Ein kleines Lagerhaus. Das müssten ganz normale Waren sein, glaube ich. Kommerzielle Zongüter. Aus bist du die Industriegebieten, Güter? Ja. Ja, kommerzielle Zonengüter, genau. Das ist es. Gut. Dann brauchen wir natürlich noch mehr Fisch. Hier könnten auch noch Fischhäfen hin. So ein paar im Fluss. Das lassen wir vielleicht. Hier soll es zum Weiten gehen. Das könnten wir hier nochmal miteinander verbinden, die beiden Straßen.
So. Ja. Das sollte gehen. Natürlich reicht ein Fischereihafen nicht aus, um das alles zu bedienen. Das lohnt sich dann ja noch nicht wirklich. Wir brauchen mehr. Und das heißt, die Häuser müssen wieder weg. Oder wir setzen den nächsten hier hin. Fisch. Fischereihafen. Die Steine müssen weg dann. Nein, das passt alles nicht so, wie ich es will. Nein, so. Okay. Dann muss die Straße nochmal angepasst werden. Okay. So, die Fischfangroute. Und wieder zurück. Das sollte auch eine hundertprozentige Auslastung sein. Oh, ist aber nicht angeschlossen. Nehmen wir das Stück hier wieder weg. Irgendwie willst du nicht. Da machen wir ein gerades Stück von hier. Nein, von hier. So. Okay. Wasser ist da, Strom auch. Sehr gut. Ich will eigentlich gar nicht so viele hohe Gebäude. Ich mache mal wieder ein paar kleinere. So. Hier auch noch mal ein bisschen Gewerbe. Okay. Das könnte so passen. Wasser ist da. Strom sollte dann auch da sein. Ja, man steigt nicht wunderlich schnell bei den Einwohnern, wenn man nur kleine Gebäude macht. Aber das sollte trotzdem gehen. Und hier fehlen gebildete Arbeiter. Okay. Im Bio-Supermarkt. Ja, gut. Wir haben, glaube ich, keine Universität, oder? Haben wir eine? Nein. Wir haben nur zu wenig Oberschule und zu wenig Grundschule. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Schulbereich. Das könnten wir hier ja machen. Setzen wir mal hier eine Straße rein. Und mal gerade. So ein bisschen und hier könnten wir die auch noch mal längs führen. Passt ja perfekt. Das würde dann hier mal anschließen. Mal ein Stück längs. Da möchte ich es nicht anschließen. Hier passt es. So. Gut. Dann wollen wir mal. Das hier geht es vor allem um Bildung in dem Gebiet. Es wäre natürlich. Ja, das wird ja hier nochmal angeschlossen. Dann führe ich dafür aber die Straße hier weiter. So in die Richtung. Passt. Und hier einmal ran. Okay.
So, hier können wir auch nochmal Wasser lang führen. Und Bildung kommt jetzt. Ganz klar, wir brauchen wieder eine große Grundschule. Ich könnte natürlich auch kleinere Schulen bauen. Hier wäre vielleicht auch noch irgendwo eine nicht verkehrt. Aber in dem Fall ist, denke ich mal, eine große Grundschule das Richtige. Das bietet halt 800 Plätze. Jetzt fehlt natürlich das Geld. Aber wir könnten noch mal eine. Doch, wir könnten noch schon mal eine kleine aufstellen. Vielleicht auch eine freie Schule. Die Freigeister hier irgendwo. Die könnten zum Beispiel auf die Turnhalle mit benutzen. Wie viele Leute passen hier rein? 250? 300? 300. Wir nehmen die Grundschule. Hier ist es schließlich schon eine Turn- und Fitnesshalle, die kann mitgenutzt werden. Und Ärzte sind auch nicht weit. Dann könnten wir hier noch ein bisschen Schule reinsetzen, gemischt mit Krankenhaus. Ist ja dann auch nicht verkehrt. Und hier kommen auch noch Schulgebäude hin. Das wird sicherlich auch noch mal passen. So, Fischverkäufe 40 letzte Woche. Geht ja. Hier fehlt es an Fisch. Ist vielleicht zu weit weg. Aber ich will jetzt nicht das normale Fischgebäude hier reinsetzen. Ich würde gerne Lachs nehmen. Lachs. 250.000 Fische muss man gefangen haben. Genau, und dann würde ich hier gerne den Fluss Lachs setzen. Könnten wir hier ranmachen. Vielleicht wird die Straße noch ein bisschen abgeknickter. Ein bisschen hier längs. Und da kann nur eine Nebenstraße und ja, wird schon gehen. So, das mache ich natürlich nicht gerne, aber ich werde es mal schneller laufen lassen. Und ein bisschen Gewerbe brauchen wir. Ja, ich werde hier mal Gewerbe ransetzen. So. Jetzt nicht die größten Gebäude, aber so ein bisschen Hampen hätten wir dann hier. Okay. Und Wohngebäude brauchen wir natürlich auch noch. Das kommt ja auch noch rein. Und hier muss auch noch einiges schöner gemacht werden. Ist vielleicht eine gute Gelegenheit jetzt. Vielleicht ein bisschen langsamer. Einfach mal ein paar Wege ziehen. Die fehlen ja noch an vielen Stellen. Und man sieht, die werden gut genutzt. Die laufen hier überall lang. Also da, wo Wege sind. So. Könnten wir einmal hier längs führen? Einmal hier alles aus. Ich möchte hier eigentlich kein Haus zerstören. So, von hier aus kann man noch einmal hier zur Straße. Vielleicht unnötig, aber es ist eine kleine Abkürzung. Also, naja, eigentlich nicht. Die können aber von hier von direkt dorthin. Das passt schon. So, hier kann man rüber und hier muss ein Haus weichen. Aber auch nicht so schlimm. Ja, das setzt sich schon automatisch ran, das passt. Ja, hier muss auch ein Haus weg, ist aber auch nicht so wild. Und hier nochmal durch. Also es sind jetzt eine Menge Wege, wo sie durchlaufen können. Bisschen mehr dort, bisschen weniger hier, aber die kommen voran. Hier könnten wir ein gerades Stück jetzt mal machen. Und hier können wir sogar noch eine Verbindung durchmachen. Sehr schön.
Und das ohne Häuser abzureißen. Ja. Hier natürlich auch noch. So. Das geht. Hier könnten wir auch noch mal eine rüberziehen. Gut, so kommen die auch noch mal längs. Hier könnten wir noch ein bisschen was machen. Ein bisschen Häuser. Oder ein Park. Naja, der Bereich ist so klein, ein Zwischenweg wäre trotzdem nützlich. Ich werde trotzdem einen machen. Also, einmal hier durch. Einmal hier durch. Ja, dadurch verliere ich wieder Häuser, aber es ist halt eine Abkürzung. Und genau das wollen doch die Leute haben, wenn die schon hier hinten langlaufen. Dann wollen sie wenigstens kurze Wege. So, und hier müsste auch noch irgendwo einer. Sagen wir mal von hier. Okay. Hier kann auch mal ein bisschen Gewerbe hin. Und ein Wohnhaus. So. Wollen wir nochmal von hier das hoch? Ja, da verschwindet wieder ein Haus. Ist aber auch nicht so schlimm. Und wird nochmal verkleinert. Und hier möchte ich noch einmal ein... Den kann ich auch von hier durchführen? Ja. Wow, es fehlt ja an verdammt vielen Stellen Wege. Machen wir mal so. Und hier einmal hin. So, und dann können wir von hier mal durch. Passt es? Ja. Und hier wird was entfernt werden. Ja. Okay, passt schon. So, dann können wir nochmal einen Weg hier rüber bauen. Und von hier aus da mal anschließen. Ah, okay. Ist jetzt auch nicht so schön. Von weit weg fällt es aber gar nicht so sehr auf. Naja. Hier müssen wir uns doch was Schönes überlegen. Da muss natürlich was rein. Aber so ein bisschen wird das schon, finde ich. Das ist erstmal ein paar Wege. Hier muss auch noch. Ja, große Stadt, 12.000 Einwohner, weiteres Stadtgebiet, Campus, Gelände, Geisteswissenschaften, Gastdozenten, Krematorium haben wir, Wasseraufbereitung, großer Wasserturm. Noch mehr Zug- und U-Bahn-Sachen. Und eine Church mit Graveyard. So, machen wir mal von hier. Einmal längs. Okay. Mal hier ran und dann schicken wir ihn mal hier durch. Ja, passt schon. Hier könnten wir auch noch mal einen Weg lang machen. Sehe ich gerade.
Dafür nehmen wir mal ihn hier. War vielleicht nicht nötig. Hier ist leider keine Verbindung, aber hier ist eine. Die Verbindung könnten wir mal ranziehen. Ja. So. So ist das alles verbunden. Doch, das geht. Das muss nur noch ein bisschen mit ein paar Bäumen, ein paar Deko-Sachen verschönert werden. Ein paar andere Gebiete müssen noch schön gemacht werden. Wir haben Geld, wir haben Feuer. Und es fehlt ein großes Feuerwehrhaus. Das möchte ich mal hier hinsetzen. Zwar alles entfernt, aber es sollte uns eine Menge bringen. Schauen wir mal rein. Ja, das ist doch groß. Das ist doch richtig schön groß. Und die ziehen auch gleich los, um alles zu löschen. Das ist doch gut. Ja, aber das soll es denn jetzt auch von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.